kommen wir hin zurück und machen unsere nächste Mission. Latschen wir da erstmal hin. Kann ein bisschen dauern. Na. Spring. Und nicht dahin springen. Mensch. Dann rennen, rennen. Meter mal geht er noch. War voll Haus. Voll. Ja, ein Weg. Erstmal hier wieder ein bisschen verdroht machen mit Tastatur, Maus. Und ich muss sagen, das funktioniert einmal frei. Aber wo ist der Eisenbahner denn hier, den Rechner neu zu machen? Ja, sind wir ja gleich da. Gut, jetzt mal, wo wir der schon rumhampeln, aber machen wir es mal so. Gucken, was mich die nächste Mission hier vorbereitet hat. Das kostenlose DTL haben wir auch, die Kings. Aber da schauen wir mal später rum. Wir machen erstmal hier das Hauptspiel. Ach, das ist jetzt ein Problem klettern. Ganz schön weite Wege hier, ey. Mal hier irgendwie rüber schwimmen, ja. Geht wohl schneller. Oder noch eine ganz andere. Schwimmer. Na, gehst du da hoch? Na, wo ist unsere nächste Mission? Unter uns, ne? Ja. Kann ich gar lange suchen. So, wie heißt unsere nächste Mission? Werden Köpfe rollen? Nee, machen wir nicht. Ach, starten wir einfach mal. Auf geht's. Ah, Arnaud. Nein, ich möchte nichts kaufen. Unsere nächste Mission
heißt Sequenz 5, in Runde 0, Ratsbericht. Kehrt zurück in die Ratskammer und berichtet Mirabeau, was ihr herausgefunden habt. Ihr seht schlecht aus. Seit Monaten lüge ich im Streit mit der Bruderschaft, der Nationalversammlung und dem König. Zusammengenommen haben sie den politischen Scharfsinn eines besonders dummen Dorfvorstehers. Ich glaube, das sollte mein Äußeres entschuldigen, junger Mann. Es war nicht so gemeint, Mentor. Ich bin nur besorgt. Vergiss mich, Arno. Weine um Frankreich. Doch genug der Politik. Ich hoffe, du hast gute Neuigkeiten. Was ist mit Sire de Lassins Mördern? Der König der Bettler ist tot. Dies hier trug er bei sich. Bitte, Knarre. Repose en paix. Behaltet sie. Sie wird keinem von uns helfen, wenn sie in einer alten Gruft verrottet. Tragt sie voller Stolz. Danke. Das werde ich. Die Mission? Der König der Bettler und Siver waren nur Bauern in einem Schachspiel. Jemand hetzte sie auf Monsieur de la Serre. Templer mögen es kompliziert, oder? Weißt du etwas Konkretes über den mysteriösen Schachspieler? Die einzige Spur, die ich habe, ist das Instrument, durch das de la Serre starb. Eine Nadel, hergestellt von einem Silberschmied namens Germain. Aber wie viel er weiß, kann ich nicht sagen. Dann ist der nächste Schritt klar. Finde den Silberschmied und ergründe, welche Rolle er spielt. Auf geht's. Latsch mal wieder raus hier. Hallo, mein Freund.